Moin, liebe Top-Familie da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und bei einer neuen Folge von My Little Pony. Wir sind bei Folge 20, das heißt, hiernach kommen nur noch 6 Folgen. Und die nächste Folge heißt Zeitreisen. Ja, finde ich ein sehr interessantes Thema sogar, wenn man das auf die Realität jetzt schon bezieht, im Vorfeld, ohne dass wir wissen, was in dieser Folge passiert. Aber es gibt ja also immer diese Frage, möchtest du in die Vergangenheit reisen und irgendwie Momente nochmal neu erleben oder in die Zukunft reisen und wissen, was mit dir passiert oder irgendwie so. Ich bin so einer, ich glaube, ich würde eher in die Vergangenheit reisen wollen und dann irgendwie nochmal einen Moment irgendwie aus der anderen Sicht dann irgendwie mitzuerleben. Ist so ganz schön. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was würdet ihr machen von den beiden Sachen? Auf jeden Fall. Mal gucken, welche Ponys hier Zeitreisen machen, was hier mit Zeitreisen gemeint ist, was passiert hier, was wird verändert. Wir kennen ja diese ganzen Theorien mit Zeitreisen und dass sich dann ja auch eben durch das Zeitkontinuum dann ja auch gewisse Sachen verschieben und so, ja, sag ich mal, dass das Schicksalsrad sich verändern kann und dann auf einmal passieren ganz andere Dinge dadurch, dass du die Vergangenheit zum Beispiel dann manipulierst, eingreifst und dann was anderes passiert. Ja, ich bin gespannt. Wenn euch die Folge jetzt schon gefällt, zeigt es mit dem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu den Folgen hier benachrichtigt werdet. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Das habe ich gemacht, nur für dich, Rarity. Ganz genau, das ist ein Eiscremehaus mit Schokoladenziegeln. Na, Marshmallow-Garage. Oh? Twilight? Oh, hi, Spike. Es ist mitten in der Nacht. Warum trabst du so auf und ab? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie du zu so einer Zeit schlafen kannst. Um 3 Uhr morgens? Es ist schrecklich. Es ist furchtbar. Es ist tragisch. Das verstehe ich nicht. Was ist denn los? Hier, verstehst du jetzt, was los ist? Haben wir vergessen, den Baumpflanztag zu feiern? Nein. Das Problem ist, ich habe gerade meinen Plan für diesen Monat gemacht, aber ich habe vergessen, Zeit für die Planung des nächsten Monats einzuplanen. Verstehst du denn nicht? Es bleibt keine Zeit in meinem Terminkalender für einen weiteren Plan. Ich könnte mein Treffen mit dem Heuaufsichtsrat von Ponyville auf nächsten Dienstag verschieben, also, aber dann müsste ich mein Mittagessen... Ich bin ehrlich, ich verstehe nicht, und da bin ich echt ehrlich, ich verstehe nicht, wie ihr Twilight irgendwie nicht mögt. Ich versteh's nicht. Also sie ist so lustig und ohne Witz, von die meisten Eigenschaften, wirklich die meisten Eigenschaften und dann, und wenn ich von heute ausgehe, nicht so von früher oder so, weil das wäre dann bei mir Fluttershy, aber gehe ich von heute aus die meisten Eigenschaften eines Ponys, die ich dann so auf mich mit beziehen kann, sind zu 100% Twilight. Ich weiß nicht, warum irgendwie viele von euch sie unsympathisch finden. Gut, viele meinen irgendwie, das kommt noch mit der Zeit. Wenn sie dann irgendwie die ganze Zeit nur Scheiße ist oder irgendwie so, sorry, sagt man nicht, aber jedenfalls, dann ist es eine andere Sache. Und wenn sie so ein Antagonist halt eher wird. Aber bei mir braucht es schon was, dass jemand zu einem Hasscharakter wird. Zu Sylvester Glee, Arturo Haus des Geldes, ich habe da ganz andere Parameter, dass jemand zu einem Hasscharakter wird. Thelonious von The Hundred. Irgendwer hat doch Arturo sogar abgelöst bei mir. Wer war denn das? Oder nicht? Ich weiß, ich habe noch irgendwie so ein, zwei mehr Hasscharaktere. Ja gut, so natürlich noch so Charaktere wie zum Beispiel Martin Kimi oder Charles Whitmore von Lost. Das sind halt so richtige Hasscharaktere. Aber ansonsten, bei mir braucht es was, dass ich jemanden so als Hasscharakter oder unsympathischen Charakter ansehe. Bin ich ehrlich, aber naja. Essen mit Pinkie Pie verlegen und du weißt, wie schlecht sie im Plan ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Das bringt mein ganzes Jahr durcheinander. Mein Eiscreme-Traum war so schön, wäre ich bloß nicht aufgewacht. Ich habe schon gerade getrunken, aber ich sag's nochmal. Prost auf jeden Fall. Ah, komm, da mach ich nicht dann. Prost. Abenteuer, Spaß und Spiel, und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich
zueinander sein. Und obendrein gibt's Sauerein, wenn ihr da die Kunst der Unsichtbarkeitszauber und Dorlufs Kurzfassung der Geschichte von Kentaro gleichzeitig zu lesen, gewinne ich dadurch eine halbe Stunde für die Planung. Hä? Was ist das? Was ist denn jetzt los? Was ist hier in der Zukunft? Twilight, du musst mir zuhören. Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu. Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte, ich habe nicht viel Zeit. Gibt es in der Zukunft vielleicht so einen Pony Streit? Ehrlich gesagt komme ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Nur vom nächsten Dienstag am Morgen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag ist, keine Ahnung. Vielleicht Freitag oder irgendwie so. Aber es scheint ja da nicht lang hin zu sein. Und wenn Twilight so aussieht in der Zukunft, und das sind nur ein paar Tage oder eine Woche, sag ich mal, Twilight muss ich halt ein bisschen zurücknehmen. Deswegen, man muss halt immer so einen gewissen Mittelweg finden. Strukturiert sein und organisiert sein, ja, ist sie und das ist positiv, aber nicht überarbeitet sein. Das haben wir jetzt zum Beispiel gesehen ja bei Twilight rastet aus. Wie hieß die Folge so? Twilight rastet aus? Oder flippt aus? Twilight flippt aus, genau. Sind. Wie hast du, ich meine ich, wie habe ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Canterlot. Aber das ist nicht wirklich? Wo? Die habe ich noch nie gesehen. In der Starswall der bärtige Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu. Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich habe ja so viele Fragen. Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich habe nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also jetzt hör zu, was auch immer du tust. Nein. Zukunft Twilight. Oh nein. Wovor wollte sie mich nur warnen? Ihre Kleidung, ihre Mähne, diese Narbe. Oh, sie hat furchtbar ausgesehen. Ich meine, also ich? Was wird mit mir geschehen? Was auch immer Schreckliches in der Zukunft passieren wird, ich soll es sicher verhindern. Ach komm schon, Fluttershy. Die Party kann erst anfangen, wenn die Sachen für die Party alle im Haus sind. Ich helfe dir sehr gerne. Ja. Aber kann ich nächstes Mal die Ballons treffen? Hört zu, meine Ponys. Ich habe euch etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Warum trägt sie diese Brille? Achso. Zu lachen, ich mein's ernst. Uns steht eine große. Ich dachte schon gerade. Mein Zukunfts-Ich hat mir gerade einen Besuch abgestattet. Mein Zukunfts-Ich. Das ist kein Witz. Mein Zukunfts-Ich hat versucht, mich vor einer Schreck. Wenn man sowas jemandem in Realität sagt, so von wegen, ey, hier, mein Zukunfts-Ich hat mich aufgesucht. Natürlich glaubt man so jemanden natürlich erst nicht. Aber glaubt ihr an Zeitreisen? Jetzt mal Real Talk. Glaubt ihr an Zeitreisen? Glaubt ihr an das Bestehen einer Parallelwelt? Das würde mich sehr mal interessieren. Eigentlich gehört so ein Thema, finde ich, in ein anderes Video und dann muss man da ausführlich drüber sprechen, so philosophisch und physikalisch und so. Aber einfach nur so ganz kurz. Glaubt ihr an sowas? Ja oder nein? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Eine Katastrophe zu warnen, die irgendwann vor nächsten Dienstagmorgen passieren soll. Was für eine Katastrophe? Keine Ahnung. Ich wurde zurück in die Zukunft gesogen, bevor ich es erklären konnte. Lenkt um euer Leben! Was sollen wir denn nun tun, Twilight? Wie sollen wir eine Katastrophe verhindern, wenn wir nichts darüber wissen? Wir müssen einfach zusammenarbeiten, damit uns nichts passieren kann. Rainbow Dash, du und die anderen Pegasi verteilt euch über ganz Equestria und achtet auf alle Probleme, die zu einer Katastrophe führen könnten. Und ich meine wirklich auf alle. Wird gemacht! Alle anderen Ponys! Will sonst noch ein Pony mit mir in Panik geraten? Nein? Alle anderen Ponys machen Equestria mit mir katastrophensicher. Oh, oh.
Nein, der hat dich fallen lassen. Wow. Echt, das war auch ein Punkt? Erledigt und erledigt. Applejack, was ist mit dem Wald der ewigen Magie? Das Gebiet ist gesichert. Sehr gut. Und mein Team hat von Philadelphia bis Las Pegasus in Warnung gegeben. Philadelphia. Gut, wir haben alles auf der Liste erledigt. Aber trotzdem, mein Zukunfts-Ich sah aus, als hätte es etwas Furchtbares durchgemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir nach was Größerem als lockeren Schrauben und undichten Rohren suchen müssen. Ach du Scheiße. Okay, alle Ponys hergehört. Tut das, was ich tue. Warum, Pinky? Was ist das für ein Ding? Wie heißt das nochmal als Hund? Wie heißt aber dieser dreiköpfige Hund? Warum komme ich ihn gerade nicht drauf? Ich muss danach googeln. Boah, mich regt es auf, dass man manchmal nicht auf so diese einfachen Sachen kommt. Warum kommt als erstes dreiköpfiger Drache? Warum kommt das zuerst? Ladon ist ein mehrköpfiger Drache. Okay. Das ist Ladon. Dreiköpfiger Drache in Minecraft? Okay, interessant. Dreiköpfiger Hund. Wie heißt denn der nochmal? Kerberos. Genau, Kerberos. Ja. Kam ich nicht drauf. Das ist Cerberus. Cerberus. Eigentlich ja. Die Tore von Tartaros. Aber wenn er hier ist, dann können all die bösen Kreaturen, die dort eingesperrt wurden, fliehen und Equestria zerstören. Equestria zerstören? Genau. Ist das nicht toll? Hey, Cerberus. Du brauchst wohl mal ein bisschen Gehorsamstraining. Magisches Gehorsamstraining. Du bist ja so ein süßer, dreiköpfiger Hund. Wow, ich wusste, dass du gut mit Tieren kannst, aber das ist unglaublich. Ach, er ist doch nichts weiter als ein großes Fellknäuel, das von zu Hause weggelaufen ist. Hab ich recht, Cerberus? Ja, du bist ein braver Junge. Pinky? Ja, Twilight? Hast du einen Ball, den ich mir leihen kann? Ja, ich habe überall Ponyville-Bälle versteckt. Sollte es mal einen Ballnotfall geben. Hey, Cerberus! Sieh mal, was ich hier habe. Ich bringe ihn ganz schnell zu den Toren von Tartaros zurück. Wenn er wieder zu Hause ist, kann es keine Katastrophe geben. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da mehr hintersteckt. Ich werde öfter zu spannenden Abenteuern aufbrechen. Ich habe seit Wochen mal wieder durchgeschlafen. Hey, Twilight, wie lief's mit Cerberus? Sehr gut. Er war zurück, bevor eine der bösen Kreaturen flüchten konnte. Oh nein. Ganz ruhig. Prinzessin Celestia schreibt nur, dass Cerberus verschwunden ist. Sie hat wohl noch nicht gehört, dass wir ihn schon gefunden haben. Darum geht's nicht. Sondern darum. Um eine Schnittwunde? Also du musst echt härter im Nehmen werden, Twilight. Mach sie einfach sauber und dann ist alles gut. Die Wunde ist an der gleichen Stelle wie die Narbe auf der Wange der Zukunfts-Twilight. Wir haben die Zukunft kein Stück verändert. Die Katastrophe steht uns immer noch bevor. Nee, weil sie sich das, glaube ich, einredet. Das ist das Gefühl. Hat dich zurückgebracht. Also wodurch wird dann die Katastrophe ausgelöst? Keine Ahnung, aber vielleicht solltest du mal aufhören, hin und her zu traben. Du hast schon eine Furche in den Boden gelaufen. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Vorträge, Spike. Das ist eine ernste Sache. Ich? Alte Vorträge? Ich habe alles Erdenkliche getan, um die Zukunft zu ändern, aber es hat nicht funktioniert. Ja, genau das ist es. Also ist es vielleicht nicht das, was ich tue, sondern das, was ich nicht tue. Nein. Wenn ich bis nächsten Dienstag hier stehen bleibe und mich kein bisschen rühre, dann kann ich unmöglich das tun, wovor mich Zukunfts-Twilight warnen wollte. Ja gut, aber... Ist das dein Ernst? Also, was auch immer passiert, du rührst dich kein Stück von der Stelle, richtig? Nun, wenn das so ist, stürzt dich sicher nicht, wenn ich einen Eimer voll Eiscreme esse. Das schmeckt so gut. Spike!
Mike, hör auf! Du kriegst noch Bauchschmerzen! Bauchschmerzen, hä? Das ist das Problem des Zukunfts, Spike. Hey, Twilight, das Pegasus-Pony aus Baltimore ist zurück und hat Entwarnung gegeben und... Was ist denn hier los? Willst du ihn nicht aufhalten? Nein, das will sie nicht. Sie will sich bis nächsten Dienstag nicht von der Stelle rühren. Sie glaubt doch echt, sie könnte so die Katastrophe verhindern. Oh, das ist wirklich lustig. Hey, Twilight, da ist eine Maus direkt hinter dir. Wow, echt jetzt? Warte, ich versuch's mal. Oh nein! Was ist passiert? Das tut mir so leid. Das habe ich nicht gewollt. Es war nur ein Missgeschick. Zeigt es mir. Ich bin mir nicht so sicher, ob das... Zeigt es mir! Oh, was ist passiert? Oh nein, genau diesen Wellenschnitt hatte die Zukunfts-Twilight. Weißt du was? Ich finde wirklich, es sieht gar nicht mal so schlimm aus. Ist mir egal, wie es aussieht. Das zeigt auch nur, dass sich die Zukunft nicht geändert hat. Nichts zu tun hat also auch nicht funktioniert. Ich wünschte, ich könnte irgendwie rausfinden, was passieren wird, damit ich es verhindern kann. Du willst in die Zukunft sehen? Es gibt da vielleicht ein Pony, das dir helfen kann. Wo sind wir hier? Hier wohnt Madame Pinky. Madame Pinky? Hüt. Komm in die Gemächer von Madame Pinky. Ist das nicht Pinkie Pie? Ja. Du suchst viele Antworten und um die zu finden, werden wir die mystische Kugel des Schicksals befragen. Gefällt dir meine mystische Kugel des Schicksals? Ist ganz neu. Cool, hä? Ja, besser geht's ja gar nicht. Nun sieh tief in die Kristallkugel hinein und dann wird sie dir schon sehr bald alles offenbaren. Alles klar. Ich sehe etwas. Es ist eine Vision der Zukunft. Ich sehe dich, Twilight. Du bekommst nächstes Jahr ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk. Toll, oder? Ja, und sonst? Das ist alles. Bist du sicher? Yep, ich sehe nur ein cooles Geschenk. Pinky, ich brauche deinen sechsten Sinn, um zu erfahren, vor welcher drohenden Katastrophe mich Zukunfts-Twilight warnen wollte. Aber meine Wahrsagerei hat doch nichts mit meinem sechsten Sinn zu tun, du Dummerchen. Und der funktioniert nur bei herannahenden Ereignissen. So wie jetzt, siehst du? Wo kommt denn das Ding überhaupt her? Das stimmt. Ich habe Twilight seit dem Blumentopf-Vorfall gar nicht mehr gesehen. Ich hoffe, sie ist nicht sauer. Seit gestern um 0,2 abgewichen. Gewaltiger Anstieg. Oh Mann, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Hey, Pinky. Twilight will wohl unbedingt rausfinden, was sie für ein cooles Geburtstagsgeschenk kriegen wird, richtig? Wen interessiert's? Hauptsache, ich kann weiter Eiscreme essen. Ich wette Folgendes. Ich wette, am Ende der Folge passiert Folgendes. Es wird so sein, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt kommt, weil sie ja weiß, wo das Buch ist für die Zeitreisen. Reist zurück, um sich selbst zu warnen, schafft es diesmal und dann passiert nicht das, was wir in der Folge gesehen haben. Entschuldige, Zukunft-Spike. Geht es dir gut? Ach, Pinky, wie schön, dich zu sehen. Hilfst du mir dabei, das Spiegellinsenobjektiv meines Teleskops neu einzustellen? Na sicher! Ich habe nachgedacht, nachdem ich bei Madame Pinky war und mir der Blumentopf auf den Kopf gefallen ist. Siehst du den Verband? Sieht wie der aus der Zukunft aus. Schön! Durch den Blumentopf hatte ich eine Erleuchtung. Etwas zu tun ging nicht, nichts zu tun ging nicht und die Zukunft ließ ich auch nicht voraussagen. Also bleibt mir nur eine Möglichkeit. Ich muss alles überwachen. Das ergibt Sinn. Dann bin ich auf alles vorbereitet, was in der Zukunft passiert. Letzte Nacht dachte ich, da wäre was im Pferdekopfnebel, aber nachdem ich 3 Stunden lang drauf gestarrt hatte, wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. 3 Stunden lang? Wann hast du geschlafen? Oh, überhaupt nicht. Ich habe nicht geschlafen, seit Zukunfts-Twilight hier war. Es sind nur noch 3 Tage bis Dienstag, dann kann ich schlafen, so viel ich will. Du bist schon viel zu lange wach, Twilight. Ja. Ja, Dienstag ist nicht erst in 3 Tagen. Dienstag ist schon morgen. Pinky, hast du das Spiegellinsenobjektiv des Teleskops richtig eingestellt? Ich habe echt keine Ahnung. Ah, mein Auge! Keine Sorge,
Twilight. Ich habe überall in Ponyville Augenklappen versteckt. Sollte es mal einen Augenklappennotfall geben. Oh oh. Jetzt hat sie auch eine Augenklappe. Die Zukunfts-Twilight. Das ist noch ein Zeichen. Fast alle Zeichen haben sich erfüllt. Ich habe nichts getan, was die Katastrophe verhindert. Wenn morgen Dienstag ist und die Katastrophe Dienstagmorgen passiert, dann gibt es nur eine Lösung. Na, warte. Oh lol, das war hier jetzt sogar gerade am meisten wiederholt, echt? Da. Okay, was ist das für eine Formel? Also, ich sehe Geschwindigkeitsberechnung, Gravitationsberechnung, ich sehe hier, wie heißt das denn mal, hier eine Polymerfunktion, Funktionsrechnung, hier Differential, nee, doch, heißt das nicht Differential? Differential, heißt das so? Oh, wie heißt das nochmal? Doch, und Logarithmen. Und Ableitung. Das alles sehe ich da zumindest. Okay. Interessant. Dann gibt es nur eine Lösung. Ich muss ganz einfach die Zeit anhalten. Okay. Okay, die Archive von Canterlot sind gleich da drüben. Gehen wir. Ich glaube aber nicht, dass wir hier rumschleichen müssen, Twilight. Es ist nicht verboten, durch Canterlot zu laufen. Wache! Nun macht schon, na los! Das war knapp. Ich verstehe auch gar nicht, wieso wir diese Dinger tragen müssen. Tragen wir die nicht nur zum Spaß? Nein, an dieser Sache ist nichts Spaßiges. Oh. Sie hat doch genauso was an und zerfetzt. Konzentriert euch! Wir müssen versuchen, irgendwie die Zeit anzuhalten. Hm. Die Zeitzauber befinden sich in der supersicheren Starswall der Bärtige-Abteilung. Deswegen schleichen wir uns rein. Aufregend! Ist das lustig? Nein, das ist nicht lustig. Oh. Ich verstehe immer noch nicht, wieso sie sich in die Archive schleichen will, um etwas über ihr Geburtstagsgeschenk rauszufinden. Da ist doch schon was abgerissen eben. Die Luft ist rein. Jetzt schieb mich langsam durch das Fenster. Los, bringen wir es hinter uns. Das war knapp. Ich finde es lustig, die ganze Zeit, dass... Das Spike Eis ist. Und bei Pinky hört man. Bing, bing. Okay, bing, wenn meine Berechnungen korrekt sind, dann müsste die Starswall der bärtige Abteilung genau hier sein. Twilight? Was ist denn, Spike? Sind wir hier nicht reingekommen? Cool, können wir nochmal durchs Fenster klettern? Das hat echt Spaß gemacht. Ich verstehe das nicht. Sie müsste eigentlich genau hier sein. Wie sollen wir sie jetzt nur finden? Vielleicht sollten wir mal in dieser Starswall der bärtige Abteilung nachfragen. Wie konnte ich die übersehen? Seht euch mal all die kostbaren magischen Schriftrollen an. Es sind viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Twilight, die Wache! Echt? Ist das nicht Celestia? Ah, nee. Hey, Twilight, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich öffne dir mal die Tür. Danke. Warum öffnet ihr einfach die Tür? Seht nur, ich sehe genauso aus wie die Zukunfts-Twilight. Das letzte Zeichen hat sich erfüllt. Und das ist schlecht, richtig? Kommt schon. Es ist gleich Dienstagmorgen. Die Katastrophe könnte jeden Moment passieren. Aber wo ist der Zauber, der die Zeit anhält? Hier stehen sicher eine Million Schriftrollen rum. Ich weiß es nicht. Geile Mucke. Aber auch Pinky hilft mit, finde ich cool. Oh oh. Twilight, es ist vorbei. Es ist offiziell Dienstagmorgen. Nein, Dienstagmorgen. Die Katastrophe. Sie kommt jetzt.
Ich weiß nicht, Twilight. Es gibt keine Katastrophen. Sieht wie ein ziemlich schöner Tag aus. Guten Morgen, Twilight. Ich mag deine neue Frisur. Also, schönen Dienstag noch. Wieso ist überhaupt kein Pony überrascht, dass ich hier drin herumschleiche? Ja. Kann es sein, dass es nie eine Katastrophe gegeben hat? Und dass ich mich wegen nichts und wieder nichts verrückt gemacht habe? Ja. Ich verstehe das nicht. Wenn dich die Zukunfts-Twilight nicht von der Katastrophe warnen wollte, was hat sie dann versucht, dir zu sagen? Das weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich. Ich sehe echt lächerlich aus. Ja, tust du. Und das alles nur, weil ich die Zukunft einfach nicht sich selbst überlassen konnte. Tja, das wird sich ändern. Von jetzt an löse ich die Probleme, wenn sie sich mir stellen. Und hör auf, mir über jede Kleinigkeit Gedanken zu machen. Das ist toll. Dann trabst du nicht mehr mitten in der Nacht hin und her? Ich trabe nachts nie wieder hin und her. Hätte ich diese Lektion doch nur vor einer Woche schon gelernt, dann wäre uns das alles erspart geblieben. Twilight, Twilight, ich habe etwas gefunden. Das hält die Zeit zwar nicht an, aber man kann damit in die Vergangenheit reisen. Hier steht, man kann nur einmal für wenige Momente zurückgehen. Hilft das? Pinky, du bist ein Genie. Juhu! Jetzt kann ich zurückgehen und der Vergangenheits-Twilight sagen, dass sie sich nicht wegen einer Katastrophe verrückt machen muss, die nie passieren wird. Ja, und genau das wollte sie machen. Und jetzt hört ihr zu. Twilight, du musst mir zuhören. Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich... Seht ihr? Ich hab's gesagt. Genau das wird passieren. Dass wir das nochmal erleben werden. Aber das Ding ist, das ist eine Dauerschleife. Sie darf jetzt nicht reden. Sie muss ausreden. Ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt. Oh. Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte, ich habe nicht viel Zeit. Gibt es in der Zukunft vielleicht sowas wie einen furchtbaren Ponystreit? Hallo. Dann komme ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Alter, das war jetzt nicht wahr. Ich meine, ich. Wie habe ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Canterlot. Aber das ist nicht wirklich? Wo? Die habe ich noch nie gesehen. In der Starswool der bärtige Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu. Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich habe ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich habe nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also hör jetzt zu, was auch immer du tust. Mach dir bloß nicht andauernd Sorgen. Nicht zu fassen, was schon wieder passiert ist. Hast du ihr von dem coolen Geburtstagsgeschenk erzählt? Alter, Pinky. Ist doch die Zukunfts-Twilight zu mir gekommen, um mich vor etwas zu warnen. Tja, das war ich, die versucht hat, mir zu sagen, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen soll. Jetzt werde ich die nächste Woche damit verbringen, wegen einer Katastrophe auszuflippen, die gar nicht existiert. Oh. Ach, mach dir keine Sorgen. Das Problem hat jetzt die Vergangenheits-Twilight. Ich schätze, da hast du recht, Pinky. Oh. Mein Bauch. Ich glaube, das ist die ganze Eiscreme. Ich dachte, die Bauchschmerzen wären das Problem des Zukunftsspikes, aber jetzt bin ich leider der Zukunftsspike. Oh. Komm schon, Zukunftsspike. Bringen wir dich schnell nach Hause. Schade, ich habe gedacht, es passiert nochmal. Und dass sie es dann doch schafft, irgendwie sich selbst aufzuhalten. Weil das wäre geil gewesen, so dieser Twist. Schade, aber okay, dann doch nur so. Trotzdem war es eine Folge, die sehr unterhaltsam war, muss ich zugeben. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Lustige Folge. Ja, wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu den Videos hier benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und dann bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.